Dann müssen wir hier hinten wieder raus. Verfallene Mühle, Ort der Macht. Durchgang zum Seeufer. Ne, warte mal, wir gehen erstmal zum Seeufer. Hintergrund ist, dass wir den Brief abgeben. Ganz einfach. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch die Quest triggert. Machen wir das. Wir lassen es dunkel. Na klar. Oh, hier läuft sogar ein Weg lang. Und da ist noch ein Leichnam. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht entdeckt, ne? Ah, bloß Fische bei. Eine Nachterscheinung. Was ist das? Hier wird nichts ausgesaugt. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich sah mir aber nicht aus, Die sah mir aber nicht aus wie ein Standardgegner, oder? Da, achso. Lass die mal. Ich lass die mal. Die sieht für mich nicht aus, als wäre das, das ist irgendwas. Das ist irgendwas. Eine Quest oder so. Aber es hat nichts getriggert, ne? Als wir sie umgebracht haben. Wir sind da. Ach du Gott. Da müssen wir ein bisschen laufen. Ich wollte gerade sagen, aber hier ist ja Ruhe, ne? Und dann sind da auf einmal Gegner. Wieder die. Hier wird nicht abgehauen. Na, hallo. Da ist doch ein 12, das ist gut.
Platz. So. Oh, da waren noch mal. Stimmt, wir müssen ja auch noch den Priester finden, ne? Apropos Fischer. Hm? Hm? Hier. Ich möchte einen Brief nach Visima schicken. Hm? Danke. Hm? Hm? Ich suche einen Vodjanoi-Priester. Hm? Oh. Hm. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe unfreundlich aussehende Vodjanoi am Ufer gesehen. Haben die den freundlichen Priester vertrieben? Mhm. Mhm. Dann hoffe ich, dass sie ihn nicht für immer verschreckt haben. Mhm. Mhm. Passt auf euch auf. Mhm. 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 Na, meine Freunde, komm mal her. Komm her, tut nicht weh. Tut nicht weh. Ach, sie kommt schon. Ach, wie schön, dass der andere gewartet hat. Und platsch. Schön, dass sie im Wasser rumliegt, ja. Da komme ich nämlich überhaupt nicht hin. Toll. Ja, schön, schön gestanden hat er. Oh, warte mal hier. Da ist der Priester. Dich kriegen wir. Komm her. Oh. Das robuste Mädchen kann doch was sagen. Sehr schön. Der ist immer noch nicht da. Cool, cool. Ich weiß gar nicht, was wir hier noch machen können. So, das Mädchen muss uns mal langsam irgendwie hier ein bisschen Geld geben, ne? So oft, wie wir es gerettet haben. Ich weiß alles. Ah ja, stimmt. Ja, ja, sie weiß ja alles, stimmt, pass ja. Pass auf dich auf. Mir ist langweilig. Das auch noch. So, dann hätten wir das. Ich nutze mal die Feuerstelle zum Pennen hier. Wir können nichts brauen. Es wäre schön, ich habe nicht genügend Zutaten. Das ist soweit in Ordnung, aber welche Zutaten brauche ich denn? Wir brauchen Äther, Rebis und weißer Honig. Also ist ja weißer Honig, Blödsinn. Und Vitriol. So. Vitriol ist das Zeug hier. So. Da ist Vitriol drin. Hätten wir also. So, wir brauchen Rebis. Rebis, Rebis. Da ist Rebis drin, okay. Und dann brauchen wir Äther. Haben wir auch. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert und warum wir nichts machen können. Ich habe Platz in den Taschen. Ja.
habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum das jetzt so ist, wie es ist. Also, wenn wir jetzt hier noch irgendwelche Flaschen bräuchten, würde ich das ja verstehen. Aber Flaschen braucht man eben halt nicht. So, dann gehen wir mal zum Dorf. Ein bisschen mit Turbo. Da fehlt ein besserer Grundstoff, okay. Also Brenger wartet hier noch. Der bessere Grundstoff, ist es dann Alchemie-Grundstoff oder einfach nur dann Alkohol? Also ich vermute, dass ich einfach Alkohol zu wenig habe oder eben halt keinen starken Alkohol. Wahrscheinlich muss ich in der Taverne einkaufen, damit ich was habe. Aber hier ist ja noch der Schmied, ne? Warte mal. So, mein lieber Schmied. Ja? Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruiter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Okay. So, was hat er denn hier? Bücher hat er. Über Flüche und Verfluchte. Achso, das können wir verkaufen bei ihm. Okay. Das Celina, da können wir auch nochmal hin. Aline. Da haben wir ja das hübsche Geschenk gemacht. Der Dorfprobst. Aber ich glaube, der ist bei Celina, ne? Oder ist er bei dort? Nur mal gucken. Mal gucken, ob er gerade arbeitet oder immer noch die Hochzeit vorbereitet. Er arbeitet gerade mal. Na, wenigstens einmal, dass der Probst arbeitet. Er sitzt jedenfalls vor der Geldschatulle und zählt sie gerade. Bestientöter? Ja, ich habe, ich hab was. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orens. Lebt wohl. Ui. Das ist ja... Also... Puh. Das hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Da
mal gucken. Die ist gar nicht da. Ach, die wird am Dings sein, bei ihrem Männern, ne? Die wird bei ihrem Männern sein. Ihrem zukünftigen. Dahin. Toll. Wie seltsam. Was ist das hier unten? Ah, ist schon da. Rittersporn, Julian? Nö. Geralt? Was ist nach meinem Verschwinden in Vizima passiert? Weiß nicht. Ich bin kurz nach euch aufgebrochen, aber ich habe gehört, ein ziemliches Blutbad angerichtet. Manchmal ist es erforderlich zu töten. Nehmt es mir nicht übel, aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Hatten wir doch, ne? Ich töte nur aus Notwehr. Ich töte Menschen nur in Notwehr. Wie in alten Zeiten. So sehr wir uns auch bemühen, die miesen Dreckskerle werden einfach nicht weniger. Ich befürchte, den Schlimmsten sind wir noch gar nicht begegnet. Seid vorsichtig. Versprochen. Geralt? Okay, da ist nichts weiter bei ihm zu holen. Dann reden wir noch mit Julian. Da ist er. Geralt? Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Hört her, ich bin mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie zeitaufwendig das ist. Ja, kommt ja später wieder. Hatte ich schon mal sowas. So, was hast du denn Hübsches? Gelesen. So, wir könnten hier die Silberkette verkaufen. Immerhin 100. Was ist hier? Goldener Schal, Geschenk, kann verkauft oder einer Frau geschenkt werden. Hier, Silberring, weg damit. Ich poliere euch die Fresse! Ja, genau. Aber wo ist sie? So, erstmal holen wir richtig schön Stoff hier. Komm mal her. Nee, der Mann macht's. Der verkauft mir. Ich brauch, eine Sache noch. Ja? Erstmal was weglegen und wegstecken. Hier zum Beispiel die Rune. Was können wir denn noch wegpacken? Den Saphir. Rubin. So. Und wir brauchen unbedingt Alkohol. Keine Ahnung, ob ich so viel Feuerstein brauche. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier, das ist andere Ziegenmilch. Ja. Ist irgendwie andere Milch. Wahrscheinlich ist die eine schon ein bisschen älter, weil sie aus einem anderen Kapitel kommt oder so. Warum kann ich bei dem kein Alkohol kaufen? Bei dir? Kann ich euch helfen? Alkohol. Ich habe ein paar Fragen. Fragt, Reisender. Was hat es mit dieser Siedlung auf sich? Nee. Ich danke. Ich will Alkohol.
Sag mal, gibt's hier keinen Alkohol? Wie konnte sie mich nur so behandeln? Hat der Händler Alkohol? Achso. Nee, er hatte keinen Alkohol, ne? Er hatte bloß Gold und Geschmeide. Warum hat da keiner hier Stoff? Die Tanne hat da schon recht. Bessere Alk fehlt da ja öfter mal im Leben hier. Vor allem in dem Spiel. Da bist du schon in der Gaststätte und dann gibt's da keinen. Ja. Das ist ja die weiße, der weiße Honig, aber den kann ich nicht brauen. Das ist mein Problem. Oh, da ist ja Selina. Ich habe sie gesehen. Aber vielleicht finden wir ja noch hier jemanden im Dorf, der uns richtig harten Alkohol... Der Schmiedessohn, okay. Ein Kunde. Guck mal, der hat verkauft Runen. Ui. Runendolch aus Mahakam. Okay. Was hier? Gwalhir, 3000. Verziertes Schwert. 5000. Ein Kunde. Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft, aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Okay. Bis bald. So, Selina. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Die war doch gar nicht noch hier. Da hinten ist er. Mir ist langweilig. Oh. Ja. Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Was ist mit ihr im Gesicht los? Ja. Lebt wohl. So, wer verkauft mir hier Stoff? Hüter finden hier immer Arbeit. Mittagserscheinungen? Unsinn. Mittagserscheinung, okay. Und mit der Kuh muss uns auch noch irgendwas auf sich haben, ja? Ach. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Okay. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fett. Wir wollen sie mit dem Preisbullen... Der Preisbulle, hatten wir das... Die erzählen auch leider nichts Neues. Da mache ich die weite Reise und sehe keine Spur von einer Hochzeit. Frau des Schmieds, na das. Seid gegrüßt. Was führt euch zu mir? Ein herrlicher Duft. Ich koche den traditionellen temerischen Sauerkrauteintopf. Habt ihr Arbeit für mich? Wenn ich es recht weiß, ist ein Hexer eine Art magischer Krieger. Ich töte Ungeheuer, Ertrunkene, Kikimoren. Ich brauche euch sicher irgendwann. Ihr müsst eine vorzügliche Köchin sein. Ach, das ist nichts weiter. Mein Mann hat ein Schwein geschlachtet und ich mache einen Sauerkrauteintopf. Ich habe noch andere Spezialitäten. Da knurrt mir der Magen. Ihr seid recht mager. Gestern habe ich Rippchen in Bierteig gemacht. Wollt ihr ein paar? Nur zu gern. Da ist Alkohol drin. Ihr sie. Guten Appetit. Habt ihr Arbeit? Ja, ich habe schlimme Probleme mit meinem Mann. Was ist passiert? Der alte Narr hat sich einen Succubus angelacht. Er glaubt, ich höre ihr lüsternes Treiben des Nächtens nicht. Ich soll den Succubus verscheuchen? Ich kenne ein altes Volksmittel von meiner Mutter. Ich brauche 9 Handvoll funkelnden Staubes vom Haar der Mittagserscheinungen auf den Feldern. Liebe die Frage der Bezahlung.
In meinem Kräuterbuch stehen alle Kräuter, die hier in der Gegend wachsen. Bringt mir den Staub, der den Succubus verscheucht. Und das Buch gehört euch. Ich nehme den Auftrag an. Abgemacht. Mittagserscheinung. Hier ist Peparovka, das muss funktionieren. Okay, der Mann hat sich also einen Succubus angelacht. Huch. Oh, der Mann. Ihr da, Herr. Kommt her. Was gibt's? Ich habe gesehen, dass ihr mit meiner Frau gesprochen habt und möchte euch ein Angebot machen. Oh. Wollt ihr euch nicht von eurer reizenden Dämonin trennen? Ah, meine Frau übertreibt, was den Spaß angeht. Ihr als Mann solltet wissen, dass unschuldiges Vergnügen keinem schadet. Aha. Was schlagt ihr vor? Ich kenne einen Zauber, der den Succubus eine Weile schlafen lässt. Meine Frau beruhigt sich und danach kann ich den Succubus heimlich wieder wecken. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub von Verschlingern. Sie suchen nachts die Felder heim und sind sehr gefährlich. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich hätte da einen roten Meteoriten, mit dem ihr euer Schwert verbessern könnt. Aber vielleicht bevorzugt ihr ja auch Gold. 500 Orens. Tja. Gute Frage. Ich stehe leider schon bei eurer Frau im Wort. Ja? Okay, es hat Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub von Verschlingern. Sie suchen nachts die Felder heim und sind sehr gefährlich. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich hätte da einen roten Meteoriten, mit dem ihr euer Schwert verbessern könnt. Aber vielleicht bevorzugt ihr ja auch Gold. 500 Orens. Ich stehe leider schon bei eurer Frau im Wort. Ja? Okay. Lebt wohl. Okay. Also man könnte die Quest trotzdem immer noch machen. Sollte ich mich sputen? Ob der Bäcker wieder vielleicht Alkohol hat? Ah, okay, ich muss wieder mit umständlich drum rumlaufen. Das kann doch nicht sein, dass es hier keinen Alkohol gibt. So, eingestürzte Brücke, von dort kommen wir ja. Reste von Ruinen. Waren wir da schon? Ja, stimmt. Durchgang zum Dorf. Ah, ich glaube, da wäre aber... Da sollten wir hin in die Richtung, weil ich muss ja oder will ja noch die Tausendfüßler haben. Da hinten. Maurer. Und Pat. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss.
Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Ach, wäre ich doch nur ein Wohnhabender. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Das Wilhelm Tell ist es, wa? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vysima teil. Viel Glück. Ja? Lebt wohl. Alvin, du kleiner Schlingel. Geralt von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alvin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ihr habt doch keinen Plan beim Spielen. Ihr habt keine Chance. Selbstsicher. Trefflich. Okay, er hat ein Pärchen. Ach komm. So, was war's? Die ich auswähle, die bleiben, ne? Toll. Er weiß der Spieler vom Dienst hier. Meine Fresse. So, okay, ich würfel mal. Das sieht nicht gut aus. Doch, ich habe eine Straße. Ich habe eine Straße, mein Freund. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Vor allem, ich spiele jetzt gegen den Geist um Geld.
Ach, siehst du, Piratenpoker, ja, da war ja was. Okay, ich habe ein Pärchen. Zwei Pärchen habe ich. Oh, ich erhöhe hier voll der Hütte. So, also den ich auswähle, der wird gewürfelt, ne? So. Pärchen, Feuer frei. Da. Tja, tut mir leid, ne? Wir haben ehrlich gespielt. Ihr habt mich gerettet. Ich hatte solche Angst. Ach so? Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Das ist ein cooles Bild. Ich habe ein Geschenk für dich. Ach so? Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören, ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist. Ja? Ja? Sei brav. Wir sehen uns später. Okay, das habe ich gerade nicht so richtig verstanden. Interessant. Dieser Leichnam ist schon lange hier, aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Ja. Er kriegt da so wie eine doppelte Stimme dann, ne? Krächzelst aber eher. Wo geht's dahin? Da geht's dahin, wo wir hinwollen. Was ist das für eine Hütte dort? Das ist das Gasthaus. Ich glaube nicht, dass es der Geist von dem verwiesenen Skelett war. Sondern das ist allgemein irgendwas, was Alvin ummannt hat. Er hat es ja auch vorher schon mit der Stimme gesprochen. Huch. Auch nicht er schon wieder. Ich habe geträumt, ich wäre ein Hexer. Ich kämpfte gegen dieses Ungeheuer und hatte gar keine Angst. Nur Narren haben keine Angst. Die Dörfler sagen, dass Berenga Angst davor hat, einen Riesenfisch zu töten. Ihr nicht. Ich will ein Hexer werden. Glaubst du, das macht Spaß? Na klar, aber einer wie ihr, nicht wie Berenga. Hexer sind unheimlich tapfer, sie werden nie krank. Der ist gruselig, der Typ. Wir werden nie krank. Aber das hat seinen Preis. Und dann sind da die Schmerzen. Würde es dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hättest? Nein,
Kann ich kein Hexer werden, ohne dass es weh tut? Nein. Dann bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, er mutiert zu einer Art Endboss. Ja? Ja, okay. Sei brav. Vor allem, er ist in die andere Richtung gelaufen als wir, ne? Und taucht dann hier wieder auf. So, hier gibt's irgendwo diese Viecher. Und die brauchen wir. Kleiner Bauernhof. Was ist denn da? Waren wir da schon? Nee, ne? So, warte mal. Wir haben ja ein bisschen Alkohol. Ich probiere mal. Okay, es liegt am Alkohol. So, und hierfür brauche ich mindestens eine weiße Möwe. Und die braucht... Die nimmt den Peparovka. Von dem Peparovka haben wir... nicht so viel. So, damit ist vorbei. Warum auch immer. Was fehlt jetzt für die Schwalbe? Na alles. Da fehlt nochmal Alkohol, ne? Und was wir nicht mehr haben. Hm. Dann ist es das. So. Da stand der schon wieder neben uns. Der ist gruselig, der Typ. Ja? Ja? Sei brav. Wir sehen uns später. Der ist echt gruselig. So, was haben wir hier? Oh, da. Wir haben eine Mitternachtserscheinung und eine Mittagserscheinung. Ektoplasma und funkelnder Staub. Tja, ich habe aber so meine Befürchtung mit den Erscheinungen. Hatte der Dings dazu irgendwas gesagt? Nee, hat er nicht gehabt, ne? Hat er nichts dazu gesagt. Das ist der Einsiedler. Warte mal. Den funkelnden Staub? Nee, das ist, muss was anderes. Also den funkelnden Staub hatte ich, aber ich, bei den Erscheinungen bin ich mir zu... ich bin mir da nicht sicher. Zumindest in Witcher 3 waren es questbasierte... Gegnert, ne? Ich bin mir hier echt nicht sicher. Das Ding muss auch noch irgendeine Bewandtnis haben. Dadurch, dass es hier so weitläufig ist, ist es ein bisschen komplizierter, finde ich. Zum Beispiel suche ich hier händeringend
eine Dings hier. Na, die suche ich eigentlich nicht händeringend da. Die werde ich wieder nicht schaffen. Es sei denn... Ach so, ich muss sie nach Hause bringen. Das kann natürlich... Ja, na klar. Ja, ja, ja. Ich glaube, das machen wir noch irgendwann. Erstmal... Nee. Hä? Da, so. Wo sitzt er? Da sitzt er. Los, Alvin, hilf mit hier! Was hat er denn noch? Jetzt ist er breit. Na, Geralt! Geralt! Vielleicht diejenigen, die das, den Wodja Neupriester verjagt haben. Überreste, Überreste, Überreste. Ganz viele Überreste. So, finden wir den oberen Oberguru hier noch. Das ist er hier. Kopf eines Wodja Neupriesters. Trophäe. Mm-mm. Danke. Ach, das ist der mit den Fischbeinen. Ah. Dann hätten wir das auch. Gut, gut. Das ist ja ein Glück, ist sie uns nicht in den Weg gelaufen. So, jetzt gehen wir trotzdem noch zu dem kleinen Dorf oder was das ist, ne? Ja, okay. Oh. Pflaumentinktur. Kräuterwodka. Na, jetzt geht's aber ab. Okay, also es ist definitiv der Alkohol und vielen Dank dafür die Info, weil, ja.
Und für die Schwalbe braucht man nämlich jetzt irgendwas. Aber es wäre trotzdem gut, wenn man wüsste, was man, ne, noch bekommt hier. Oder was man braucht. Hier zum Beispiel beim Wolf, beim Werwolfhut, ne, da ist hier das durchgestrichen, was man nicht hat. Und das wäre super, wenn die anderen Sachen dann auch durchgestrichen werden. Wolf was hier? Wieso? Wolf was wir? Nee. Kuss. Erhöht die Resistenz gegen Bluten um 70%, stillt Blutung. Ist vielleicht auch nicht schlecht, den einfach mal dann zu nehmen, wa? Furchtbringerblick, okay, das haben wir nicht. Bindekraut. Okay, sieht aber erstmal gut aus. So. So, dann werden wir mal Alvin und Chipmunks hier wieder nach Hause bringen, ne? Müssen wir zum Dorf bringen. Was ist hier nochmal? Das war der Älteste. Aber was hat denn der Dorfprobst? Ich muss Julien suchen und ihn warnen. Ach, das ist damit gemeint. Ich habe schon zu viel erlebt, um Prophezeiungen zu ignorieren. Etwas Böses kommt auf uns zu und Alvin hat es vorhergesagt. Es wird bald kommen und sich auf die auswirken, die ihm lieb und teuer sind. Ich muss Julien suchen und ihn warnen. Okay. Kleine Drangsal, ich muss dem Maurer das vierblättrige Kleeblatt. Oh, das haben wir ja schon. Das haben wir schon gefunden, das vierblättrige Kleeblatt. 9 Handvoll. Okay. Aber welche. Wir haben ja hier gar keine Quest aktiv. So, wir machen mal das hier mit aktiv, dann können wir in die Richtung einfach laufen. Vielleicht rennen wir noch über einen Tausendfüßler. Möglicherweise.